2020. Ja, was erwarte ich davon? Also ich finde es eine sehr schöne Initiative, dieses Thema eben auch den Mittelstand, so wie wir das heute gehört haben, nahe zu bringen, weil wir aus unserer Forschung gelernt haben, wir beschäftigen uns mit einem bestimmten theoretischen Modellrahmen, wenn wir über Nachhaltigkeitsmanagement, Klimaschutz sprechen, und wir wissen, dass Kosten immer irgendwo ein Anreiz sind. Und das haben wir, glaube ich, heute auch so ein bisschen mitgenommen, dass wir über die Kostenschiene die Unternehmen dazu bekommen, mehr Klimaschutz zu machen bzw. energieeffizienter zu arbeiten. Und ich finde das super, dass man auch hier über Netzwerkbildung versucht, die Unternehmen zusammenzubringen und sie wirklich davon zu überzeugen, dass es Schnittmengen gibt. Also Win-Win-Potenziale, auf der einen Seite was Ökologisches zu tun für den Klimaschutz, für die Energieeffizienz, auf der anderen Seite damit aber auch Geld verdienen zu können. Und ich denke, das ist schon mal ein guter Ansatz, um dem Ziel Klimaschutz überhaupt nahe zu kommen. Ja.